Moin Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Ocean. Heute werden wir etwas sehr, sehr Gutes machen, und zwar unser Storage-System. Ihr habt in der letzten Folge sehr fleißig abgestimmt und erzählt, was wir als Storage-System machen wollen. Und auch der Twitch-Chat war tatsächlich mit beteiligt. Ihr wart so ein bisschen unterschiedlicher Meinung. YouTube wollte das, Twitch wollte das. Wir machen das im E-System, also Applied Analytics. Wir werden, glaube ich, auch Refined Storage auf jeden Fall irgendwann mal machen. Vielleicht gefällt mir im E-System gar nicht. Es wurde ja in der 1.16 so mehr oder weniger komplett überarbeitet. Also, oder nicht komplett überarbeitet. Es ist immer noch dasselbe System, aber es gab neue Models, neue Texturen und sowas. Also ich bin gespannt. Mal gucken, wie das Ganze wird. Wir haben eine Menge Quests vor uns. Außerdem, kleine Ad oder sowas an der Stelle. Am Samstag um 18 Uhr findet die Minecraft Live statt und ich werde das Ganze auf Twitch streamen. Also wenn ihr Bock habt, die Minecraft Live zu verfolgen, auf Deutsch, mit Commentary, mit Fragen beantworten und dem ganzen Stuff, dann kommt sehr gerne auf Twitch vorbei. Da werden wir das Ganze tun. Gibt auch noch da extra Videos zu Minecraft Live. Aber generell würde es mich sehr freuen, wenn ihr da Bock drauf habt und wenn ihr erfahren wollt, was da so gibt. Es geht um die 1.18, wann sie rauskommt, was die nächste große Minecraft-Version wird, also wann die 1.19 oder 1.20 erscheint und um was es da geht. Es gibt wieder Mob-Voting, es geht um andere Games, voll viel cooler Stuff. Aber jetzt kümmern wir uns um Crafting des Applied Analytics Systems. Die ersten Sachen, die wir dafür brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall, also Applied Analytics ist ein automatisches Lagersystem, genauso wie Refined Storage. Ähnlich wie das hier, nur ein bisschen cooler. Man hat also alle Items an einem Fleck, man kann da drin craften und Items lagern, wie man möchte. Und wir machen Applied Analytics. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Controller, das ist das Herz davon. Wir brauchen ein Interface, damit wir damit interagieren können. Interface. Wir brauchen einen Drive, wir brauchen Storage Disk, wo wir unsere Items drauf lagern und voll viel anderen Stuff. Das erste sind aber diese Pressen, die wir brauchen. Und zwar die Silicon, die Logic, die Calculation und Engineering. Ich sortiere sie immer ein bisschen anders. Aber die machen wir uns, glaube ich, alle in der Jar, also in der Feederbeast Jar. Und zwar mit dem Block of Iron und dann den jeweiligen Sachen. Silicon, Gold, Pure Crystal und Dia. Bei Server lief auch wieder fleißig. Wir haben wieder Level. Wir haben hier eine Menge Rohstoffe drin. Unter anderem auch wirklich sehr viele Dias. Was halt extrem hilfreich ist, einfach nur, wenn wir das hier bekommen. Der Kollege wird es, glaube ich, erstmal ein bisschen beschäftigt sein, weil wir super viele Cluster haben, die wir noch verarbeiten müssen. Denn irgendwann habe ich das hier umgestellt und dann war was kaputt und ein bisschen doof. Alright, also wir brauchen unsere Pressen. Dafür brauchen wir eben, wie gesagt, Eisen. Wir brauchen Gold. Wir brauchen Dias, aber die haben wir nirgendwo. Wo sind die Dias hin? Wait a second. Ach, die chillen hier noch. Die werden gar nicht rausgezogen. Banger. Wir haben, glaube ich, alles da, um uns die Pressen zu machen. Zumindest einen sehr großen Teil davon. Die ersten drei. Wait, ich glaube, wir müssen das hier wieder wegdroppen. Ah, nee. Konnte er das jetzt wieder nicht wegen dem Inventory Space oder what? Was hat er jetzt damit gemacht? Hat er jetzt einfach gelöscht, wenn er kein Inventory Space hat? God damn it, sieht fast so aus, ne? Das ist natürlich nicht so gut. Dann müssen wir das nochmal neu machen. Wir lassen gerade unsere Maschine hier drüben nebenbei Silicon herstellen, einfach im Öl, in dem hier. Das machen wir praktisch, wenn wir Sand nochmal schmelzen, aber irgendwie anders als Glas oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, warte, jetzt können wir den hier machen. Oh mein Gott! Also, wir haben ja dieses Auto-Char da drüber, ne? Ja, voll useless! Oh boy! Ja, warte, nee, wir müssen das da lassen. Okay, warte, dann bauen wir den hier. Ne, jetzt haben wir zweimal Engineering. Scheiße. Okay, dann machen wir einmal den hier. Dann haben wir die Logic, sehr gut. Jetzt brauchen wir die Silicon, zack. Haben wir auch, sehr gut. Und die letzte, die wir brauchen, ist die für den Pure Crystal. Und dafür müssen wir einen Cerdosquarz-Crystal praktisch klein machen. In einem Crusher. Oh, what? Wir können so direkt Pure machen. Normal muss man die mit Sand zusammencraften. Also in Richmond Chamber Cerdosquarz. Ich kenne das Rezept hier, einen Pure Crystal herzustellen. Dass man sich die Seeds macht. Ja doch, warte mal, Pure Cerdosquarz Crystal? Wait, what? Pure Cerdosquarz Crystal? Cerdosquarz Crystal im Enrichment Chamber. Hä? Warum wird denn das Rezept bei dem einen angezeigt, aber bei dem anderen nicht? Das ist ein bisschen sassy, wenn ich das mal so sagen darf. Aber geht? What? Das ist der einfachste Art, Pure Cerdosquarz Crystals herzustellen, den ich jemals kannte. Also halt, das war komisch geredet, aber normal sind Cerdosquarz Crystals, die Pure-Dinger davon, der schlimmste Teil des ganzen ME-Systems. Weil die halt einfach ewig lange brauchen und dann ist das ein bisschen nervig. Aber, there we go. Alle vier Platten fertig. Banger. Und die können wir jetzt praktisch benutzen, um uns die ersten Prozessoren und sowas zu machen. Wir legen den Stuff schon mal wieder hier drüben rein. Eine davon können wir auch weglegen. Und das nächste, was wir jetzt brauchen werden, ist der Inscriber. Der scheinbar gar keine Quest ist, aus irgendeinem
unerklärlichen Grund. Also ein bisschen weird. Der ist nämlich basically der Bock, den wir für alles brauchen werden. Dieses wunderschöne Teil hier, der Inscriber. Dafür brauchen wir einen Fluix-Crystal. Den müssen wir uns gleich auch noch herstellen. Wird interesting zu sehen, wie wir den machen können. Wir können ihn auf jeden Fall so herstellen. Genau, aber normalerweise macht man einen Zerus-Quarz, einen Charged, einen Nether-Quarz und einen Redstone in eine Pfütze. Und dann kriegt man daraus praktisch seine Crystals. Und die Charge haben wir auch hier drüben. Dafür gibt es normalerweise auch einen Charger, also einen Auflader, mit dem man das machen kann. Aber sonst kommen die jetzt hier rein. Dann machen die einmal gleich brrrp. There we go. Und wir kriegen super viele von den Flux-Crystals raus. Und die können wir dann weiterverarbeiten. Also auch einfach wieder nur in den Richmond Chamber, ne? I guess. Wenn wir die jetzt hier reinmachen, dann kriegen wir Pure. Ja, crazy. Okay, ich glaube, von dem brauchen wir so gut wie keine. Deswegen brauchen wir gar nicht so viele davon. Ist jetzt zu spät. Aber dann können wir uns ziemlich schnell normalerweise den Inscriber machen, ne? Zwei Sticky Pistons. Fehlen uns dafür normale Pistons? Oder fehlen uns Slime Balls? Oder? Das hat immer die Frage, ne? Nee, geht. Okay, sehr cool. Dann haben wir das hier und dann haben wir den Inscriber. Bangaroos. Und dieser Kollege hier, den werden wir benutzen, um uns Sachen herzustellen. Also wir legen hier oben die Press rein, wie zum Beispiel Logic. Dann legen wir Gold dazu. Gold haben wir tatsächlich auch einiges. Und dann fängt er praktisch an, für uns einen Logic-Prozessor zu machen. Den müssen wir dann nochmal mit Silicon und Redstone zusammen craften. Und dann kriegen wir den richtigen, den Logic-Prozessor. Ihr seht, die Texturen haben sich alle geändert, für die Leute, die Applied Analytics von früher kennen. Das ist das Main-Ding. Und dann machen wir einen Drive und einen Controller. Der Controller ist, wie gesagt, das Brain der ganzen Geschichte. Müssen wir mal gucken, wie wir Skystone bekommen. Skystone Dust in High Heat. Skystone Dust hatten wir, glaube ich, auch drüben, ne? Hier? Genau, Skystone Dust haben wir da. Und dann können wir den auch mal ganz kurz hier zu Ding machen. Hier, Skystone. Braucht ein bisschen länger, aber ist, glaube ich, fein. Und dann haben wir den Controller und so weiter. Und hier oben kommen gleich noch ein paar Acceleration Cards rein. Diese Dinger hier. Die machen das alles ein bisschen schneller. Und einfach geiler. Ich glaube, den machen wir uns gleich mit dem Pure Crystals. Also Calculation, Pure Crystal. Dann knallen wir den da rein und dann ist unsere Operation von Anfang an ein bisschen faster. So, wir haben jetzt zwei Stück von den Calculation-Prozessoren, also direkt mit Silicon zusammengecraftet. Und mit denen können wir uns jetzt diese Karten machen. Einfach einmal so und dann so, so. Dann haben wir vier Advanced Cards und die jetzt mit einem Zerus Quartz oder mit einem Flux Crystal kriegen wir die Acceleration Cards. Und die können wir jetzt einfach hier reindrücken mit Shift und dann sind die hier und alles davon ist schneller. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Silicon reinwerfen und so, dann arbeitet der viel faster als davor. Das Problem an den normalen Inscriber ist, dass man immer nur ein Item verwenden kann. Es gibt normalerweise auch von der Zusatzmod einen Advanced Inscriber, da kann man den ganzen Stack reinlegen. Ist ein bisschen cooler, aber ja, so können wir jetzt erstmal anfangs wenigstens ein bisschen was davon machen, von den Prozessoren. Wir machen jetzt mal ganz kurz den Controller und den Drive. Dann geben wir Quests ab und dann kümmern wir uns um Disketten, damit wir unsere Items lagern können. Wenn wir, glaube ich, ein paar von brauchen. Wir haben Nummer 1 Los ME Driveros und Nummer 2 Le Controller. There we go. Sehr cool. Beide Quests davon fertig. Der Controller braucht obviously Strom. Der kommt hier hin. Leuchtet wunderschön. Er ist wirklich eine 10 von 10. Also der wird später ein bisschen hier chillen. Zusammen mit unserem Drive, das muss alles miteinander verbunden sein. Also Controller, da muss alles angeschlossen sein. Und in den Drive legen wir unsere Disketten, die wir gleich craften werden. AKA diese Dinger hier. Wir brauchen hier eben Storage Cells, 1 bis 64K. 64K kann die meisten speichern, deswegen sehr chillig. Werden wir auf jeden Fall benutzen. Und der Rest dann eben einfach so. Aber jetzt gehen wir mal ganz kurz Quests ab und hoffen, dass wir was Geiles bekommen. Okay, weil das sieht legit cool aus. Global Rotter Sash. Klingt dann ein Trinket. Improved Prozessor, Wafer Refined, Shader. Ethereal Slate. Blood Magic. Klingt sehr, sehr krass. Diamond Cluster used es eigentlich. Und Great Fairy Ring. Mit dem können wir fliegen. Wait. Ich glaube, normalerweise können wir mit dem fliegen. Oder? Aber halt so, oh, ich glaube, dafür brauchen wir Mana. Kommt mit dem nicht fliegen? Ich glaube, wir können mit dem fliegen. Aber halt wie im Creative. Problem ist halt, dass wir Mana brauchen, um damit zu fliegen. Deshalb gerade noch nicht so Banger. Aber, I don't know. Lass ihn einfach angelegt. Ist egal. Und das Ding ist, ah, das ist auch ein Botania-Teil. Was auch immer das kann. Ich habe absolut keinen Plan. Aber wir kriegen, glaube ich, einen Stack Diamond Cluster. Einen halben Stack.
Das ist fein. Bin ich zufrieden mit. Okay, ja, das nächste sind jetzt eben unsere Disketten, die wir brauchen. Die Dinger und ein Terminal. Die Disketten, wir machen wahrscheinlich gleich eine 64K-Storage. Dafür brauchen wir immer diese ganzen Komponenten. Also wir brauchen 16K-Komponenten und die machen wir aus den, also wir machen 64 aus 16, 16 machen wir aus 4 und 4 machen wir aus 1. Und die craften wir dann praktisch alle so hoch, damit wir die Disketten kommen. Stecken die in den Drive und greifen mit dem Interface drauf zu und können dann da unsere Items lagern. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen 64K. Das sollte eigentlich theoretisch hinhauen mit den Sachen, die wir gerade haben. Das Problem ist nur, dass die Disketten halt Types haben. Das heißt, man kann immer nur 63 verschiedene Items darauf speichern. Wir können 65.000 Items generell speichern, aber nur 63 verschiedene. Und wir haben halt eine Menge verschiedene Items hier. Gerade, also jedes Ding hier von jeder Seed, jede einzelne Pickaxe, die ein bisschen Sachen hat, jede Rüstung, ist alles ein einzelner Type. Wir haben sehr viele verschiedene Types, deswegen brauchen wir auch viele verschiedene Disketten. Maybe machen wir am Anfang 16K, damit wir die ganzen Items darauf bekommen. Lieber 3x16 als 1x64. Ich glaube, das ist auch eher der Way to go. Hier haben wir Storage Disk Number Uno, beziehungsweise den Kern davon. Und den können wir jetzt zu einer Disk machen, indem wir das hier craften. Mit dem Glas dazu. Und dann haben wir das hier mit unserer ersten 16K im E-Storage Disk. Ist keine Quest, weil wir zuerst die anderen Sachen machen müssen. Das war ein bisschen doof. Aber da können wir schon 16.000 Items und 63 verschiedene drauf speichern. Also sehr, sehr cool. Das Ding ist halt nur, wir müssen uns irgendwann dazu entscheiden, das auch wirklich ja, umzulagern alles. Und wir brauchen davor eh noch ein Terminal. Deswegen doesn't matter. Wir machen uns direkt eine zweite. Ich glaube, mit zwei kommen wir maybe hin, dass wir unsere ganzen Items einlagern können. Das heißt, wir bauen uns zwei 16 KME Storages. Eigentlich wollte ich ursprünglich 6 Stück machen, ne? Ja, wir machen uns erstmal 2. Und dann shiften wir, glaube ich, das ganze Lager in unser anderes rum. Also in Applied Analytics. Aber davor brauchen wir den Terminal. Beziehungsweise auch direkt den Crafting Terminal, wäre sehr chillig. Den wollen wir bauen. Und mit dem können wir dann praktisch auf unsere ganzen Items zugreifen. Dafür brauchen wir legit alles, ne? Genau, wir bauen das Panel hier. Das können wir schon noch nicht bauen, weil uns das hier fehlt. Und dafür findest du Quarz das. Bummer. Real Talk Bummer. Aber das hier können wir uns bauen, I guess, oder? Da fehlt uns Logic Prozessor und Fluix Dust. Und für den anderen brauchen wir auch Fluix Dust. Fluix Dust? Ach genau, das war Quarz. Okay, aber Fluix Dust können wir auf jeden Fall machen. Da war nur die Frage, kriegen wir aus dem hier 2, wenn wir den grinden? Ne, wir können den gar nicht grinden, müssen wir in dem machen. Eieieiei. Und einen zweiten Crusher bräuchten wir auch, den wir einfach mal oben einstellen, damit wir nicht den hier unten benutzen müssen, sondern einfach einen schnellen haben, den wir usen können. Alright, also Interface und dann shiften wir um. Da ist die zweite 16K-Storage. Ich habe auch gleich in weiser Voraussicht die anderen Storages gemacht. Man kann die einfach nur craften und dann wieder das Ding rausploppen. Und das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben jetzt alle Quests davon fertig, was sehr, sehr cool ist. Und die, wait, haben wir die? Ach ja, den haben wir. Ja, und jetzt können wir eigentlich unser System umziehen, ne? Wir haben unser Terminal, wir haben einen Drive, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir schließen das jetzt erstmal. Huch. Wait. Wie habe ich das Terminal jetzt da hingepackt? Wo ist mein Controller? Hier? Okay, sehr gut. Genau. Wir haben unseren Drive. Da legen wir unsere beiden Disketten rein. Und jetzt brauchen wir unser Terminal. Das braucht so ein Kabel. Dann machen wir das hier mit dazu. Und da können wir jetzt zugreifen. Und das wird unser Interface für die nächste Zeit werden. Da werden wir sehr viel Zeit drin verbringen, indem wir hier halt unsere ganzen Items drin lagern. Wir können eigentlich jetzt schon hier hingehen und einfach alles hier reindumpen. Und dann werden die schon darin aufgelistet. Und die ganzen Items, die wir jetzt reinlegen, werden eben auf diesen Disketten gespeichert. Man sieht es da. 2400. Jedes Item ist da, glaube ich, ein Ding, wenn ich das... Jedes Item sind 8 Bytes? Probably, ich weiß nicht mehr genau, wie das ist. Und dann hat die verschiedenen Types, also 19 verschiedene Items haben wir jetzt gerade hier drin. Kommt, glaube ich, auch wahrscheinlich hin, oder? Das sind wie viel? 4, 9, 18, 19. Ja, doch, genau. Und jetzt können wir alle Items darüber reindumpen. Ich hoffe, dass wir genug Speicherplatz dafür haben. Wenn nicht, dann müssen wir eben noch mehr Disketten machen. Aber rein theoretisch können wir jetzt echt einfach hier hingehen, die ganzen Items hier rausnehmen. Vielleicht sortieren wir schon mal so ein bisschen vor, dass wir jetzt beispielsweise sowas wie diesen Bucket, den brauchen wir halt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir alle Seeds brauchen, angefangene Tools und sowas, die brauchen wir alle nicht mehr. Deswegen schmeißen wir jetzt einfach alles da rein
Und dann gucken wir, ob wir genug Platz haben oder nicht. Genau, enchantete Bücher, sowas wie die Horse Armor können wir eigentlich recyceln. Die werden wir nie wieder brauchen. Wir sind gerade mitten dabei, immer noch das System zu upgraden. Aber wir haben einfach nicht genug, also Storage Disk. Wir haben jetzt schon 5 16K, weil wir jetzt so viele unterschiedliche Items haben. Es hätte sich mehr gelohnt, ein bisschen 1K Storage Disk reinzumachen, aber wir haben jetzt mehr gemacht. Ich würde mir gerne den Acceration Wand jetzt bauen. Das war eine Sache, die schon sehr, sehr lange auf der Liste stand, theoretisch, aber halt nicht ging, weil wir keine Gastiers hatten. Jetzt haben wir Gastiers und jetzt können wir uns das Ding bauen. Und zwar brauchen wir dafür noch eine Uhr. So, und dann haben wir den Acceration Wand. There we go. Das Ding sollte sich eigentlich aufladen, wenn wir hier unten gleich nochmal Wireless Charging auf die Hotbar anmachen. Dann lädt er sich hoffentlich auf. Auf Apply drücken, immer gute Idee. Lädt sich immer noch nicht auf. Hotbar Slots, Offhand und Mainhand, machen wir die auch an. There we go, jetzt ist er voll. Okay, genau. Und wir können hier Sneak Right Click to Pull Blocks. What? Wild. Wir haben Fast. Es gibt den Modifier. Man kann normalerweise auch Fast und Faster und sowas ändern, aber haben wir scheinbar noch nicht. Ich würde jetzt halt gerne unsere Garnblotchi beschleunigen, indem wir unten draufklicken, praktisch die ganze Zeit, beschleunigen wir die und der Seed wächst damit schneller. Ihr seht, dass wir ein bisschen mehr Energie brauchen, dass wir auch praktisch mehr von den Sachen hier benutzen. Aber eigentlich müssen wir halt gleichzeitig auch den hier noch beschleunigen, damit wir die Gargenglotche benutzen können. Aber so würde er wachsen, wir würden relativ schnell ins Zerdos Graz kommen. Das ist die Idee. Ich gucke mal ganz kurz, was der Key dafür ist. Okay, es ist dieser Key? Ja, Faster Mode. Sehr gut, das ist der beste. Also es gibt, nee, Fast, okay. Fast, Faster und Fastest. Wild. Und jetzt, oh mein Gott, ja, damit ballern wir die Energie sehr, sehr schnell leer tatsächlich, wenn wir den benutzen. Aber wir fahren auch relativ schnell Zerdos Quarz Essenz, das ist halt das Gute, ne? Und die brauchen wir gerade, damit wir Discs und sowas bekommen. Cool, die One of, die Time in the Bottle würde auch gehen, aber ich habe jetzt, glaube ich, schon für 6 Quarz oder so halt legit einfach 3 Stunden verbraucht. Also das ist nicht unbedingt so geil. Vor allem nicht, wenn wir den Acceration Wand haben. Die Time in the Bottle ist halt geil, weil wir dann mehrere Sachen gleichzeitig bepowern können, nicht nur eine. Aber das ist so wenig. Look at this. Also wie viel, oh mein Gott, wie viel Zerdos Quarz werden wir brauchen? Bam! Das letzte Item ist drin, Freunde. Wir haben es geschafft. Sehr, sehr cool. Alle Items, 39 Types. Aber theoretisch soll jetzt, ja, in unserem ursprünglichen Storage Center ist absolut gar nichts mehr. Wir haben alles mit dem E-System. Ist natürlich gerade noch sehr AGD, weil ich jetzt erstmal die Items hier reinbringen wollte. Aber wir können jetzt eigentlich alles hier hinter abbauen und die Ecke schon mal cool clean für unser In-System benutzen. Wird sich halt super anbieten. Das Geile ist, wenn wir zum Beispiel diese Diske rausnehmen, dann fehlen halt die Items, die darauf gespeichert waren. Also zum Beispiel jetzt die Mobs-Holes und so, die sind darauf gespeichert und die sind dann pepepuff. Heißt aber auch, dass wir unsere ganze Storage super easy umziehen können, wenn wir irgendwann mal woanders was brauchen und so, dann können wir die Disketten theoretisch einfach mitnehmen. Wir können das Ding einfach abbauen und alle unsere Items sind noch da und dann können wir hier auch alles ein bisschen cleaner machen, indem wir die ganzen Blöcke einfach mal wegmachen und nicht immer so ein riesiges Chaos hier haben. Das wäre sehr cool und sehr angebracht. Heißt, ich würde probably unseren Controller so irgendwie, na, vielleicht machen wir ihn hier hin, oder? Ich glaube, wir machen, das ist ein bisschen schwierig, weil ich mir nicht so ganz sicher bin. Ich glaube, wir machen unseren Controller dahin. Energie müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir das so und verbinden das mit dem Kabel. Und dann machen wir erstmal unseren Drive. Kann man den nach oben aufstellen? Geht! Das ging früher nicht. Wie cool. Ich weiß nicht, ob ich es cool finde, aber es ist useful, theoretisch. Genau, und dann können wir da praktisch unser Kabel dran machen. Den Terminal dazu. Aber so, dass wir ihn angucken können. Und dann haben wir unsere ganzen Items wieder da. Dann können wir jetzt einfach hier hingehen, um zu craften. Können auf chillig alles da rausnehmen. Und das ist cool. Die Blöcke können wir noch wegmachen. Wir müssen uns eben auch um eine richtige Base und sowas kümmern langsam. Also, ich sage mal, es ist nicht mehr ganz so chillig, wie unsere Sachen hier miteinander verbunden sind. Und oh, ja, das passiert, wenn wir keine Energie haben, by the way. Sollen wir vielleicht ganz kurz mal anmachen. Genau, und die können sich nicht verbinden mit dem. Nee, irgendwie nicht, ne? Das ist voll doof, dass der Fluxpoint sich nicht mit dem Pipes verbindet. Das hatten wir ja drüben schon mal, das Problem. Und wenn wir keine Energie haben, dann ist halt unser System leer, ne? Das ist halt ein großes, großes Problem. Deswegen müssen wir den jetzt wieder hier anschließen und dann haben wir unsere Items. Wir brauchen irgendwas. Maybe die Items, die Universal Cable vom Mechanism. Die könnten theoretisch funktionieren. Das können wir gleich mal ausprobieren. Und dann können wir die unten entlang legen und dann wäre hier alles ein bisschen cooler. Dann können wir zum Beispiel auch die Infusing Factory aufstellen, einen Crusher, dann haben wir so eine kleine Arbeitsecke. Aber wir müssen eh irgendwann bald ein richtiges Base-Ding und sowas hinbauen. Aber wir machen jetzt erstmal halbwegs schön Kabel und sowas mit dazu. Die Storages brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Modular Storage, die Crates,
Den Inscriber hätte ich gerne noch hier. Machen wir vielleicht hier oben drüber. Aber sonst ist, glaube ich, an sich alles okay. Und die noch hier rein. Den damit dazu. Und dann brauchen wir mit dem hier halt irgendwie Stil, ne? Also Iron und Kohle habe ich mir gerade sehr, sehr viel gemacht. Einmal versehentlich. Beziehungsweise Carbon. Ja, 320 Stück, einfach 5 Stacks, Mann. Ja, und dann machen wir uns damit eben ein bisschen Stil. Universal Cable, mit denen geht's. Also, ja. Wir haben unsere Kabel da. Funktioniert sehr gut mit Universal Cable. Auch den Plug jetzt praktisch direkt hier unten drunter. Dadurch können wir jetzt zum Beispiel sowas wie die Infusing Factory direkt hier haben. Wir sollten uns auch unbedingt nochmal einen neuen Crusher bauen. Früher oder später, damit wir praktisch hier so unsere kleine Work Area haben. Und was dann eben danach auch noch sehr, sehr wichtig wird, sind die Wireless-Dinger davon. Also, oder ich weiß nicht, Wireless gibt es probably nicht, aber da wäre halt Refined Storage so viel geiler gewesen, da fällt mir gerade ein. Aber ich will ja zum Beispiel auch, über Ender Chests können wir das lösen. Die können wir bald bauen. Also wirklich gar nicht mehr so lange hin. Ender Chest, die hier, also nicht Vanilla, sondern die Ender Chest. Und dann können wir unsere ganzen Items von den Farmen direkt zu uns nach Hause und zum E-System bringen. Das ist sick. Und das werden wir auch angehen. Also mit der Farm und mit unserer Rohstofffabrik. Wir stellen den jetzt auch ganz kurz mal wieder um, damit der für uns wieder Cobblestone, Gravel produziert und das wieder nach unten abgibt. So, dann können wir nämlich wieder weiter sieben. Dann können wir die ganzen Rohstoffe eben zurückholen nach Hause und das wieder machen. 16.000 ist einfach wieder voll. Wild. Sehr, sehr, sehr cool. Das kommt dann alles nach Hause, genauso wie die Mob-Farm. Dann haben wir da unsere kleine Area. Und jetzt gehen wir zu guter Letzt nochmal ein paar Questions ab. Ein Flux-Core, Small Black Hole Unit, Flux-Storage, Range, Jetpack und Diamond Cluster. Okay, das hier können wir schon mal ditchen. 8 Millionen FE-Storage. Warte mal, was haben wir gerade? Die Basic, die hat 1 Million. Das ist chillig. Look at this. Dann können wir auch die nehmen, dann haben wir 8 Millionen FE als Storage hier drin. Wild. Und wir können die sogar auch noch mit dazu bauen. Dann haben wir 9 Millionen insgesamt. Range Addon ist cool. Black Hole Unit ist cool. Gerade für Items, die wir mehr haben. Die können wir auch an unserem E-System anschließen. Über einen Storage Bus. Und dann haben wir praktisch alles davon direkt hier drin. Ey, ich bin sehr zufrieden. Im E-System sehr, sehr cool. Ich glaube, wir können feiern. Jetzt kriegen wir einen Crafter von Refined Storage. Der hat extra Storage. Warum? Achso, wahrscheinlich, was es die andere Mod noch nicht gibt. Ah, vielleicht machen wir auch noch Refined Storage oder sowas in Art. Mal gucken. Aber damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Und dann schauen wir, was wir das nächste Mal machen. Maybe Sachen verbinden, bisschen Rohstoffe oder ein bisschen mehr Maschinas.